Jedenfalls, diese Leute, die wirklich nichts haben, die jammern doch gar nicht, oder? Hören Sie die Hartz-IV-Empfänger jammern? Davon gibt es 6 Millionen in Deutschland inzwischen. Die hören Sie überhaupt nicht, ne? Die sind ganz ruhig. Die haben sich abgefunden mit ihrem Elend und ihrem Schicksal. Die Hartz-IV-Empfänger haben inzwischen auch begriffen, um die geht es hier nicht in diesem Land. Weder in der Politik noch in der Wirtschaft. Die könnten hier was auf die Beine stellen. Was meinen Sie, wenn die hier permanent demonstrieren? 6 Millionen Leute, die hier jeden Tag Demonstrationen abhalten? Wissen Sie, was dann los wäre? Da hätten Sie Verkehrsbehinderungen, da sehen Sie sich nach der Vulkanasche zurück. Aber diese Leute sind ruhig. Die Kinder von diesen Leuten wachsen auf und sagen schon mit 10 Jahren, ich werde Hartz IV. Da ist das Leben schon vorbei, bevor es angefangen hat. Und jetzt hat unsere neue Arbeitsministerin, Frau von der Leyen, gesagt, sie fände der Hartz-IV-Begriff so negativ besetzt, sie will da jetzt einen neuen Ausdruck für finden. Also nicht die Situation der Leute verbessern, sondern es netter nennen. Und sie hat eine Findungskommission, die suchen jetzt einen neuen Begriff, wahrscheinlich kriegen demnächst Uschi 2. Aber diese Leute demonstrieren nicht, sie sind ruhig, die gehen noch nicht mehr wählen. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Wir haben noch 70% Wahlbeteiligung gehabt bei der letzten Bundestagswahl. 70%. Das untere Drittel geht nicht mehr wählen. Warum denn auch? Warum sollen diese Leute wählen gehen? Wozwischen sollen die sich denn entscheiden? Bei der letzten Bundestagswahl hatte die FDP gesagt, wir machen keine Ampel. Die Grünen haben gesagt, wir machen kein Jamaika. Und die SPD hatte gesagt, wir machen keine Koalition mit der Linkspartei. Es konnte also nur Schwarz-Gelb geben oder weiter Schwarz-Rot. Das stand zur Wahl bei der letzten Bundestagswahl. Bitte, warum soll ein Hartz-IV-Empfänger sich zwischen diesen beiden Möglichkeiten entscheiden? Erklären Sie mir das mal. Wollen Sie jetzt Scheiße in verschiedenen Geschmacksrichtungen anbieten? Was macht das denn für den Hartz-IV-Empfänger für einen Unterschied? Was wollen Sie einem Hartz-IV-Empfänger Angst machen vor Schwarz-Gelb? Rot-Grün hat doch diese ganzen Gesetze gemacht. Was kann der Westerwelle denen denn noch wegnehmen, Hartz-IV-Empfänger? Nix. Die SPD hat denen doch schon alles weggenommen. Diese Leute haben sie abgefunden. Nein, jammern tun in Deutschland die, die so viel haben, dass sie locker noch was abgeben können, ohne auf was verzichten zu müssen. Die jammern ja traditionell in allen Zeitungen. Der Spitzensteuersatz ist immer noch zu hoch. Das ist aber wirklich furchtbar, oder? Leiden Sie da auch so drunter? Ein Land, in dem die Bevölkerung noch Geld über hat, um Bücher von Eva Herrmann und Dieter Bohlen zu kaufen. Und es ändert sich nichts, meine Damen und Herren. Wir mixen diese Parteien alle 4 Jahre neu in den Koalitionen. Und was verändert sich, meine Damen und Herren? Es verändert sich gar nichts. Nennen Sie mir irgendeinen der Bereiche, die ich eben aufgezählt habe, wo irgendwas besser geworden ist in den letzten 40 Jahren. Im Gesundheitswesen ist etwas besser geworden durch die ganzen Reformen. Krankenhäuser, Pflegeheime, ist irgendwas besser geworden. Bildungswesen, sind die Schulen besser geworden? Sind die Kindergärten besser geworden? Ist die Staatsverschuldung besser geworden? Seit 20 Jahren erzählen die uns alle 10 Jahre denselben Witz. Wir machen jetzt noch einmal richtig Schulden, kurbeln die Konjunktur an. Dann gibt es einen nachhaltigen Aufschwung und davon wird alles bezahlt. Das erzählen die uns alle 10 Jahre. Und weil der Deutsche nicht so gut behalten kann, glaubt er jedes Mal wieder, jetzt haben sie das Ei des Kolumbus gefunden. Ist bei der Arbeitslosigkeit was besser geworden? Das Bruttosozialprodukt ist in den letzten 30 Jahren kontinuierlich gestiegen, genau wie die Arbeitslosigkeit. Durch unsere Wirtschaftspolitik. Ist irgendwas besser geworden? Nein, natürlich nicht. Und das wissen wir auch. Wir spüren es auch ganz tief in uns drin. Die meisten Menschen haben inzwischen eine Ahnung davon, was hier los ist. Wir sitzen alle in einem Zug und rasen mit ungebremster Geschwindigkeit auf einen Abgrund zu. Dieser Abgrund sieht ungefähr so aus wie die Gesellschaft der Vereinigten Staaten von Amerika, wo mehr Menschen im Knast sitzen pro 1000 Einwohner als in jedem anderen Land der Welt, weil sie einfach weggesperrt werden, wenn sie arm sind und sich wehren. Auf diese Art Gesellschaft rasen wir zu, jeder für sich und Gott gegen alle. Und wir sitzen in dem Zug und es traut sich keiner, die Notbremse zu ziehen. Wir haben zu viel Angst, die Notbremse zu ziehen. Man kann ja durchgerüttelt werden. Da kann ihm der Kaffee über die Hose schwappen. Dann lieber den Abgrund. Da wissen wir schon, was kommt. Wir ziehen nicht die Notbremse. Wir tauschen alle paar Jahre den Lokführer aus und sagen, gib Gas und halt Kurs. Sie haben 16 Jahre lang im Kabarett über Helmut Kohl herzhaft gelacht und haben ihn alle 4 Jahre wieder zum Bundeskanzler gewählt. Und das machen Sie jetzt mit der Merkel auch. Ich kenne Sie inzwischen. Sie wollen überhaupt nicht vernünftig regiert werden. Sie wollen ein bisschen Spaß im Kabarett haben, das ist alles. Mit Freude in den Abgrund, das ist ein schönes Konzept. Der Deutsche ist ein Mensch, der immer um denselben Häuserblock spazieren geht, in jeder Runde in denselben Scheißhaufen tritt und sich dann eine Runde lang lautstark darüber aufregt, warum seine Schuhe so stinken und jetzt müsse endlich was gemacht werden und so geht es nicht weiter. Aber wehe, Sie schlagen den Deutschen vor, mal einen Bogen um den Scheißhaufen zu machen.
dann sagt der Deutsche, keine Experimente. Damit können Sie bei uns Wahlkampf machen. Stabile Verhältnisse. Bloß keine Experimente, schon gar nicht mit Extremisten. Es könnte ja was besser werden. Lieber die Politik, von der wir seit 30 Jahren wissen, sie wirkt nicht. Herr Doktor, sagt der Deutsche, Herr Doktor, was Sie verschrieben haben, hilft nicht. Aber geben Sie für wieder, da kenne ich jetzt wenigstens die Nebenwirkungen.